bin Álvaro Severino. Ich komme aus Chile. Ich bin Musiker von Beruf. Die Migranten kommen aus unterschiedlichen Ländern. Wir haben Teilnehmer aus dem Iran, Irak, Türkei, aus Chile, aus Finnland, aus und noch Spanien, Griechenland, also aus allen möglichen Ländern. Wichtig dabei ist mir natürlich auch, dass die Teilnehmer, die haben meistens immer so einen kleinen Übersetzer dabei, so einen Translator, wie so ein kleiner Taschenrechner, dass sie den nicht benutzen dürfen, sondern dass sie sich gegenseitig untereinander helfen. Das fördert natürlich auch die Kommunikation untereinander. Wir arbeiten hier sehr praktisch. Gerade am Telefon ist es sehr schwierig, weil dort die Kommunikation durch die Körpersprache ja nicht funktioniert. Das ist natürlich, man sitzt am Telefon und hört nur eine Stimme. Und oft ist es so, dass die Stimme am anderen Ende dann sehr schnell spricht und man nur sehr wenig versteht. Deshalb diese Übung, dass die Teilnehmer lernen, wirklich zu sagen, könnten sie ein wenig langsamer sprechen. Ich habe Deutsch gelernt. Seit um 7 Monate jetzt. Und glaub mir, jetzt ich kann besser Deutsch. Deutschland ist ein kosmopolites Land. Deutschland hier in Essen gefällt mir sehr gut, weil das ist nicht so kalt wie in Finnland. Je öfters wir diesen Kurs hatten, merkte man, ja, die Teilnehmer sind viel offener, kommunikativer geworden durch diesen Kurs. Sie unterhalten sich, es findet Kommunikation statt, die vorher gar nicht so stattgefunden hat. Das merkt man schon und das sehe ich schon als Erfolg auch.